Man fühlt sich immer unsicherer auf den Straßen und das Ganze gibt einem halt Halt und Selbstbewusstsein, weil man weiß, was man kann. Dafür trainiert Chris einmal die Woche. Die Kampfsportart Wing Chun ist ähnlich wie Kung Fu. Dabei geht es aber nicht darum, ohne Grund mit anderen zu kämpfen. Beim Wing Chun wird gelernt, wie man sich am besten selbst verteidigen kann. Und das Training ist genau daran angepasst. Wir haben sehr, sehr viele Partnerübungen, die direkt aus der Realität kommen. Im Rollenspiel, wenn wir das Training so gestalten, wie wir auch nachher kämpfen wollen, dann haben wir gute Chancen, das auch auf der Straße anwenden zu können. Spielt mit diesen vier Botschaften, damit es auch natürlich und abwechslungsreich ist. Lassen Sie mich in Ruhe, ich will keinen Streit. Wie oft gehen wir zurück? Dreimal. Sie sollen mich in Ruhe lassen, hören Sie auf! Ich will keinen Streit! Sie sollen mich in Ruhe lassen! Jetzt Schluss! Ein Kampf wird, wenn möglich, immer verhindert. Mit Worten und Gesten versucht man, den Streit zu schlichten. Manchmal hört ein Gegner aber nicht auf zu provozieren und wird sogar handgreiflich. Wenn der Gegner diese Grenze fortwährend überschreitet, sind wir bereit, alle nötigen körperlichen Mittel, sprich die Kampftechniken, anzuwenden, die nötig sind. Im Alltag kommt so eine Situation zum Glück selten vor. Und dann sind die Teilnehmer darauf vorbereitet. Ihre Kampftechniken mussten sie aber bisher nur im Training einsetzen. Die Selbstverteidigung selber nicht, aber die Philosophie dahinter kann man durchaus tagtäglich in seinen Alltag integrieren. Das Schlichten der Situation, der Vorkampf, das musste ich machen. Man sieht ja, ich bin jetzt nicht der mega Aufgepumpte. Und das ist eben eine Kampftechnik, die nicht auf eigene Kraft setzt, sondern die des Gegners gegen ihn zu wenden. Und das finde ich halt interessant. Also im Bus wurde ich angemacht und ich konnte das jetzt wirklich gut bewältigen, ohne Probleme. Also man läuft selbstbewusster durch die Straßen und wird deswegen nicht mehr angegriffen. Also man hat das Gefühl, dass es einem schon hilft, obwohl man es noch nicht wirklich anwenden muss. Chris ist seit 2 Jahren mit dabei. Insgesamt dauert eine Ausbildung im Wing Chun etwa 3 bis 4 Jahre. Ich nehme den Kopf zur Seite, weil er nach unten fallen wird und tacker ihm die Unterarme an den Boden. Dann greife ich um den Kopf herum und zwar nicht gleichzeitig, sondern einmal auf die jeweils andere Seite und drehe nur seinen Kopf. Ich hebe ihn nicht von mir herunter. Ich drehe seinen Kopf, komme auf ihn drauf und lasse diesen Druck bestehen. Und alles, was ich jetzt mache, muss ihm wehtun. Das muss ihm wehtun. Das muss ihm wehtun. Und jeder einzelne Folgeschlag natürlich auch. In der Ausbildung durchläuft jeder 12 Schülergrade mit verschiedenen Techniken und Schwerpunkten. Kampf gegen mehrere, Verteidigung gegen Waffen und Einsatz von sanften Mitteln. Wenn es mal nötig sein sollte, den Gegner lediglich zu überwältigen, zu kontrollieren oder zu bewegen, ohne ihn zu verletzen. Wer selbst mitmachen möchte, kann zum Probetraining kommen. Es gibt auch eine Frauengruppe. Alle Infos dazu gibt's auf www.wingchun-schule-mönchengladbach.de.